ist Dennis Aytekin. Ich bin 44 Jahre alt und pfeife für den TSV Altenberg. Es gibt schon so Momente, auch Spielzüge, die man dann aus nächster Nähe sieht und sich denkt, Wahnsinn, was sind das für technische Fähigkeiten? Was ist das für ein grandioser Fußball? Und wenn dann das Spiel vorbei ist und man zu Hause im Bett liegt, dann denkt man sich schon manchmal, krass, ich war da dabei. Pokalfinale 2017, Frankfurt gegen Dortmund, als ich das Spiel abgepfiffen habe, als ich dann eben hoch auf die Tribüne geschaut habe und wo meine gesamte Familie dort saß. Und das war so ein besonderer Moment, von dem ich extrem zehre. Es gibt natürlich viele Entscheidungen, wo man sich gefragt hat, Wahnsinn, wie konnte ich das übersehen, woran lag das? Aber ja, aus all diesen Momenten oder auch aus diesen schlechten Phasen lernt man ja und muss das Beste rausziehen. Ich habe ja bestimmt über 12 Jahre Fußball selber gespielt und immer Innenverteidiger war ich eher so derjenige, der alles weggegrätscht hat, was ging. Deswegen weiß ich so ein Stück weit auch, wenn Verteidiger zur Grätsche ansetzen, den Ball irgendwie minimal touchieren und dann aber den Gegner abräumen und dann sagen, die haben den Ball gespielt, dann sage ich, ja, so habe ich das früher auch gemacht. Also ich muss sagen, mein Lieblingsspieler und an den erinnere ich mich sehr, sehr gern, war schon Maradona immer. Die WM 86, sein Sololauf da und das ist halt schon die ganz große Fußballkunst gewesen damals. Und wenn man da als kleiner Bub da vor dem Fernseher sitzt und sowas sieht, dann denkt man sich, wow. Woran ich mich immer sehr, sehr gerne erinnere, ist tatsächlich die Anekdote mit Hanno Balic. In der Halbzeit habe ich ihn gefragt, habt ihr gewechselt? Und dann hat er ganz trocken gesagt, wenn wir wechseln, wirst du nicht besser. Aber in der zweiten Halbzeit kam er dann irgendwann und sagt, ey, der Ball ist platt. Sage ich, ja, es ist ja auch das Wasser schuld, wenn die Ente nicht schwimmen kann. Dann hat er erst mal geguckt und kam dann eine Minute später und hat gesagt, cooler Spruch. Habe ich gesagt, hast du jetzt so lange gebraucht oder was ist mit dir? Und das war dann auch quasi mein Konter. Ich habe gemeinsam mit einigen Freunden Online-Unternehmen aufgebaut. Ich bin schon seit über 25 Jahren im ganzen Online-Business tätig. Das ist so das, was mir auch großartigen Spaß macht, in dieser digitalen Online-Welt präsent zu sein. Musik ist schon immer eine große Leidenschaft von mir und Paul Kalkbrenner ist schon ganz weit vorn. Also ich glaube, bei dem würde ich auch gern mal also live über die Schulter gucken, weil das schon echt coole Musik ist, was der da macht. Und immer wenn ich Musik für mich mache, für mich zu Hause mache, dann kann ich sehr, sehr gut abschalten. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ganz, ganz weit weg von den ganz großen Bühnen. Aber wer weiß, wo das hinführt. Aber ich mache jetzt erstmal meine Tätigkeit als Bundesliga-Schiri. Wenn man jetzt im Stadion oder auch die Zuschauer vor dem Fernsehen fragen würde, schaust du dieses Spiel wegen dem Schiedsrichter an? Also es ist ein Bruchteil der Menschen, die quasi sich jetzt für den Schiedsrichter aktiv interessieren. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist man, ich sag mal, sehr, sehr weit weg davon, sich selbst größer zu machen, als man dann tatsächlich ist.